Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem ganz kurzen Video. Die Sonntagsspiele in der Prognose sind ein bisschen kürzer und knapper. Ich habe nämlich aktuell relativ viel zu tun. Ich ziehe gerade um, falls es wen interessiert. Wahrscheinlich nicht, aber viel Spaß und los geht's. Bayer 04 Leverkusen hat sich unter der Woche ganz spät gegen Hoffenheim noch die Butter vom Brot nehmen lassen. Am Ende stand es nur 2:2 nach 2:0 Führung über lange Strecke. Unentschieden spielte auch Freiburg gegen Union Berlin. Hier mussten sie einen frühen Rückstand hinnehmen. Abschluss ans Aluminium. Den Rebound nimmt Bellarabi dankend auf und köpft ihn ins leere Tor. Bayer 04 Leverkusen mit einer ganz starken Anfangsphase und diesem Traumtor von Patrick Schick. 16. Spielminute 0:2. Schick, der trifft sowieso immer. Bellarabi hat jetzt ihn mal unterbrochen, dann durfte aber auch wieder der Chef vom Dienst ran. Freiburg aber brauchte nicht lange, um sich davon zu erhöhen. Das ist Jeong von Höhler bedient. 28. Minute 1:2, der Anschlusstreffer. Ein fantastisches Spiel am Sonntagnachmittag. Es ging hier wirklich Schlag auf Schlag. Kurz vor der Pause dann noch einmal die blau gekleideten Gäste mit Karim Bellarabi, sehr auffällig. Andrich zu Wirtz, der sieht Patrick Schick, der nicht im Abseits. 1:3, 43. Minute. Defensiv konnte das Christian Streich natürlich überhaupt nicht gefallen. Es war aber ein offener Schlagabtausch, bei dem es auch gut und gerne schon noch mehr Tore hätte geben können. Zweiter Durchgang gehen ähnlich furios weiter. Florian Wirtz 1:4, 51. Minute. Jetzt wird's wirklich heftig so langsam für den Sportclub aus Freiburg, aber wir kennen ja auch die Breisgauer, die geben sich dennoch nicht geschlagen und sie machten gut weiter. Höhler auf Christian Günther, der linke Verteidiger einfach mal durchgelaufen, taucht völlig frei im Strafraum auf und macht das 2:4 nach einer Stunde. Halbe Stunde, also auch noch Zeit, um das Ganze hier vielleicht noch umzubiegen, Viertelstunde, jetzt aber auch nur noch auf der Uhr. Wir gehen in die Schlussphase. Höhler, Höhler! Wahnsinn, 3:4, auch ein Tor schöner als das andere, unhaltbar für Radetzky, es stand 3:4 und das Spiel war wieder offen bis in die Nachspielzeit rein. Dann kam der SC Freiburg tatsächlich noch einmal in den gegnerischen Strafraum. Das ist Kübler, der sieht Eggestein, Eggestein raus zu Kübler, Flanke auf, Jeong, aber der verfehlt ganz knapp. Es bleibt beim 3:4, ein Spektakel. Am Sonntagnachmittag ein tolles Spiel. Freiburg hätte sich den Punkt verdient gehabt. Am Ende bleibt es beim 3:4. Leverkusen gewinnt mit 4:3. Nicht unverdient, am Ende aber dann doch nach 3 Tore Führung etwas glücklich. Der 1. FC Köln hat mit einem Paukenschlag in Wolfsburg noch ganz spät gewonnen. Ja, Uth und Schindler vielleicht da, die Spieler des Spiels, gemeinsam natürlich wie so oft mit Anthony Modest. Der VfB Stuttgart nun zu Gast. Stuttgart hatte eine Klatsche kassiert vom FC Bayern München. Und sie mussten auch hier in Köln erstmal dem Geschehen hinterherlaufen. 26. Minute ist das schon. Der 1. FC Köln war aktiv, aber die ganz großen Chancen, sie blieben aus. Hier hielt Kempf den Ball rein. Dafür gibt es Applaus von Mavropanos. Kurz vor der Pause noch einmal die Geißböcke. Von Stuttgart bis dato nichts zu sehen. Marc Uth zu Schindler. Der hatte sich den Startelf-Einsatz natürlich verdient. Salih Özkan scheitert aber 5 Minuten knapp vor dem Seitenwechsel an Florian Müller, der seine Mannschaft hier in der ersten Halbzeit vor einem Rückstand mehrmals bewahrte. So ging es dann erstmal in die Pause. Stuttgart musste sich jetzt was anderes einfallen lassen. So wie sie hier rangingen, würde das nichts werden zum Abschluss der Hinrunde. Und es wurde nun auch besser. Nur 3-4 Minuten nach Wiederanpfiff. Marmoush, Mangala und da ist Atakan Karasor im 16er allein gelassen. 50. Minute 0:1 steht da auf dem Elfmeterpunkt völlig frei. Das war natürlich sträflich verteidigt. Und jetzt hatte Stuttgart einen Lauf. Mangala super quergelegt auf Mateo Klimowicz. Der macht das 0:2 in der 67. Minute. Was für ein Pass. Schwebe aus der Distanz. Logischerweise ohne eine Möglichkeit. Köln nun teilweise diffus. Endo raus zu Führich. Der hat viel Platz und noch mehr Platz. Wieder Endo.
71. Minute 0:3. Köln schlug sich auch ein Stück weit selbst. Aber wie das auch die Identität von Baumgart ist, da heißt es immer Angriff, immer nach vorne, immer Power. Das brachte Räume, auch in der Schlussphase. Wir sind schon in der Nachspielzeit. Marmoush nochmal zu Chris Führig. 0:4 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Das Geschehen hier nach der ersten Halbzeit komplett auf den Kopf gestellt. Stuttgart macht es auch extrem effektiv. Gewinnt am Ende natürlich zu hoch mit 4:0. Aber 3 Punkte sind 3 Punkte. Und das dürfte Materazzo nochmal richtig freuen.